Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir uns Cisco Systems näher ansehen. Das ist ein Wert aus dem Dow Jones Index, ein IT-Unternehmen. Die meisten von euch werden es kennen, obwohl es hauptsächlich im sogenannten Business-to-Business-Bereich unterwegs ist. Dieses Unternehmen bietet Netzwerklösungen an und überhaupt ist es verwurzelt im Bereich IT, im großen Überbegriff sozusagen. Dieses Unternehmen hat letztes Jahr ein aufstrebendes Unternehmen gekauft, nämlich Isovalent, und setzt damit weiterhin ein Zeichen für Wachstum. Warum? Ganz einfach deshalb. Cisco hat zwei Themenfelder für sich identifiziert, die in den nächsten Jahren sehr, sehr wichtig sind und immer stärker wachsen werden, nämlich einmal das Thema KI und das zweite Thema ist Cyber Security. Und gerade im letztgenannten Bereich hat eben Cisco durch die Übernahme von Isovalent im Übrigen für die schlappe Summe von 28 Milliarden Dollar ein Zeichen gesetzt. Dieses Unternehmen ist spezialisiert auf Cyber Security. Insofern hat Cisco Systems hier definitiv die Zeichen der Zeit erkannt und stellt jetzt bereits die richtigen Weichen. Und dann stellt sich natürlich für uns umso mehr die Frage, schlägt sich das auf die Aktie nieder? Ist sie für uns lohnend oder nicht? Gehen wir in die Charts. Schauen wir direkt in den übergeordneten Chart. Der wird uns heute auch vollkommen ausreichen, um dieses Thema einzufangen und gut zu verorten. Das ist der Wochenchart. Eine Kerze entspricht einer Woche. Was hier zunächst ins Auge springt, ist Cisco. Die Aktie ist wahnsinnig nach oben durchgestartet, geradezu wie eine Rakete nach oben gelaufen, bis auf 82 Dollar. Und dann ist die Dotcom-Blase geplatzt. Cisco, das hat Cisco eben auch in die Tiefe gerissen, ist nicht spurlos an Cisco vorbeigegangen. Dieser Wert hat dann ausverkauft bis 8,12 Dollar. Das ist über 90% Wertverlust und seitdem befindet sich diese Aktie aus unserer Sicht im Aufwärtstrend. Sie hat sich hier, wie wir sehen, extrem schwer getan. Hier in diesem Bereich, das sah zunächst natürlich korrektiv aus, aber dieses Papier konnte sich hier sehr gut nach oben befreien. Und jetzt haben wir eine sehr gute Chance darauf, dass diese Aktie hier eine 1 nochmal ausgebaut hat, eine übergeordnete 1. Es hätte uns natürlich wesentlich besser gefallen, wenn diese Aktie die 82 Dollar hier nach oben hätte verlassen können. Das ist ihr nicht gelungen. Das ist aber auch eine weite Strecke. Wie gesagt, ich habe es erwähnt, über 90% Kursverlust vom Allzeithoch, das macht kein Papier innerhalb weniger Monate oder weniger Jahre wieder wett. Insofern sei das hier verziehen, dass diese Aktie eben nicht in der Lage war, diese 82 Dollar hier zu packen. Trotzdem denken wir, dass wir hier eine 1 gesehen haben und wir haben hier eine schöne Korrektur jetzt vor uns. Wir haben den ersten und den zweiten Teil der Korrektur höchstwahrscheinlich schon abgearbeitet. Das wäre einmal diese A hier, dann diese aufwärtskorrektive Bewegung, höchstwahrscheinlich die Welle B. An einem sehr wichtigen Level ist der Kurs hier knapp drunter abgeprallt. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass es insgesamt nach Plan läuft und wir uns jetzt in der letzten Abwärtsbewegung, nämlich in der Welle C, befinden. Wir denken, dass diese Aktie jetzt eben auf dem Weg ist zu unserer violetten Box hier unten bis 29 Dollar und 14 Dollar. Das ist ein relativ großer Bereich. Das ist allerdings dieser Situation geschuldet, dass wir das als Idealbereich insgesamt für eine Welle 2 sehen, beziehungsweise hier die 29 Dollar. Das ist der perfekte Bereich sozusagen für eine Welle 2. Es kann aber natürlich immer passieren, dass diese letzte Kaskade etwas impulsiver verläuft und deswegen haben wir hier ein bisschen mehr Platz gegeben. Wir werden in der Folge in der Abwärtsstruktur natürlich näher wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Aktie womöglich bei 29 Dollar eben ein Tief hinterlegt. Das werden wir dann auch entsprechend dann kommunizieren, sodass sich dann jeder darauf vorbereiten kann. Was im Übrigen auch möglich ist, ist, dass diese Welle 2 hier schon abgeschlossen ist. Das ist wenig wahrscheinlich, weil das hier eine impulsive Abwärtsstruktur ist und das deutet auf einen ersten Teil der korrektiven dreiteiligen Struktur hin, nämlich auf eine Welle A. Aber gleich viel, mal angenommen, es wäre hier schon durch, dann müsste diese Aktie jetzt deutlich nach oben anziehen, eben die 58, 79 überschreiten und idealerweise natürlich auch die 64, 29. Bevor das nicht passiert, bleiben wir definitiv bei unserer Prognose, dass diese Aktie noch innerhalb dieser Korrektur steckt. Wenn sie diese Korrektur allerdings abgearbeitet hat, ist der Weg nach oben frei und langfristig kann dieses Papier deutlich über 82 Dollar ansteigen, neue Allzeithochs ausbauen und insofern ist dieses Papier dann natürlich für uns sehr interessant. Cisco Systems wird
höchstwahrscheinlich nach Abschluss der eben kommunizierten Korrektur zu Altersstärke zurückfinden, langfristig neue Allzeithochs ausbauen und insofern in den Bullenmodus zurückkehren. Was wir morgen tun werden, ist Folgendes. Wir werden morgen ein Video veröffentlichen und euch eine Aktie vorstellen, die ein absoluter Geheimtipp ist. Das sagen wir selten, weil ganz viele von Geheimtipps reden und jeder kennt sie schon. Das allerdings wird höchstwahrscheinlich ein Papier sein, was die wenigsten von euch auf dem Schirm haben. Wir haben etwas ausgegraben, was übergeordnet extrem bullish ist. Das möchte ich euch an der Stelle mitgeben. Morgen unbedingt reinschauen. Das halten wir für eine Aktie, die man unbedingt langfristig auf dem Schirm behalten sollte und in Kürze womöglich sogar ins Depot holen sollte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und noch mehr freuen wir uns darüber, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das ist ein Video von Liberty Stock Markets, dein Analysehaus aus München. Mein Name ist Michael Kaiser, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis morgen. Ciao.